Herzlich willkommen zu unserer Apex Inspire, dem dritten interdisziplinären Kongress. Ich bin Vanessa und Ihr Moderator für den Vortrag zum Thema als Physiotherapeut über die USA zur Delfintherapie von Louise. Herzlich willkommen, Louise. Hallo Vanessa, danke für die Einladung und dass ich jetzt auch schon von dir vorgestellt worden bin. Genau, ich darf heute einen Vortrag darüber halten, wie ich als Physiotherapeutin über APEX in den USA und jetzt in der Karibik bin. Genau, ihr dürft immer Fragen stellen, wir beantworten die alle am Ende, damit das auch alles so ein bisschen im Flow drin bleibt und wir auch die Zeit dann gut nutzen können. Also alle Fragen, die ihr habt, entweder schreibt ihr die in den Chat, Vanessa ist dort auch für euch zuständig und dann greifen wir die am Ende auf. Ja? Genau. Okay, dann übergebe ich auch an dich, Louise, und viel Spaß bei dem Vortrag. Dankeschön. Genau. Also, nächste Folie. Also ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin Louise, ich bin Physiotherapeutin mit Bachelorabschluss, habe jetzt genau die 27 Jahre erreicht, komme aus einem kleinen Städtchen Brunsbüttel aus Schleswig-Holstein. Ich habe 2017 mein Staatsexamen gemacht als Physiotherapeutin und 2020 meinen Bachelorabschluss, auch in der Physiotherapie. Und mit Corona hin und her durfte ich dann im September für 14 Monate nochmal nach Rhode Island als Care Professional gehen. Darüber nachher gleich ein bisschen was. Und jetzt befinde ich mich seit drei Monate als Therapie Assistant in der Karibik. Genau, also zu meiner Ausreise. Ich bin am 6.9.2020 in die USA ausgereist, in den kleinsten Staat Amerikas, das ist Rhode Island. Rhode Island hat so knapp eine Million Einwohner, aber sehr zentral gelegen im Bereich, wo Boston ist, New York, New England Area auch genannt, und habe mich dort um zwei Kinder gekümmert mit Special Needs. Die seht ihr auch auf dem Foto. Auf der rechten Seite ist das einmal Sophia. Sie ist 11 bis 12 Jahre alt, hat eine ausgeprägte Zerebralparese gehabt mit Sondenernährung und Muskeldystonie und Dysbalance. Also so das komplette Spektrum einmal abgedeckt. Und ihr Bruder Ethan ist jetzt 8, wird 9 Jahre alt, hat auch mit einer Art Bindungsstörung und ADHS zu kämpfen, mit der Gesamtsituation auch zu Hause und Verlustängsten. Und ich habe mich um beide gekümmert. Währenddessen habe ich Erfahrung gemacht in der interdisziplinären Zusammenarbeit, einmal mit den Krankenschwestern, den Ergotherapeuten, Logopäden und aber auch den Physiotherapeuten vor Ort. Und Corona kam mir so ein bisschen entgegen, dadurch, dass das Homeschooling war, dass ich dann doch mehr Therapie-Input gekriegt habe, als sowieso schon erwartet. Sprich, ich habe in der Zusammenarbeit über Zoom die Therapie selber durchgeführt, in Interaktion mit den Therapeuten stehen dürfen, Feedback bekommen, weitere Therapieanreize oder Ansätze geben können, wie wir sozusagen auch die beste Therapie als One-to-One-Person mit Sophia erreichen konnten, was ich so zuvor bisher noch nicht erlebt hatte. Was natürlich aber auch mit dazu kam, ich konnte super schön reisen. Zunächst habe ich viele Städte oder auch Wandertrips gemacht, bin mit dem Auto überall hingefahren. Ich habe, glaube ich, so knappe 12.000 Meilen abgerissen in diesem ganzen Zeitraum mit dem Auto. Hatte einen super schönen Kulturaustausch. Am Wochenende sind wir mit Freunden weggefahren und haben uns, wenn dann vielleicht nur Kurztrips, 1, 2 Stunden irgendwo niedergelassen oder halt länger weiter weg bis New York oder bis Philadelphia runter. Ich habe mit der Familie einen super schönen Beachurlaub gehabt und zum Schluss sind wir nochmal nach Virginia gefahren,
wo wir dann eine dreiwöchige intensiv Physical Therapy gemacht haben, von montags bis freitags mit jeweils 3 Stunden Einheiten am Tag. Genau, und dann auch so zu meinen Reisezielen. Genau. Ich habe euch mal rechts so ein paar meiner Reiseziele aufgesetzt, was ich schon sagte. Wir sind nach New York gefahren. In meinem Reisemonat habe ich mir Los Angeles, den Grand Canyon angeguckt. Boston war für mich nur 1 Stunde entfernt. Aber auch viele große Nationalparks habe ich mir angeguckt. Den Yosemite National Park, die Rocky Mountains, in Virginia den Shenandoah National Park. Insgesamt war ich in 19 Staaten unterwegs. Aber halt auch die großen Städte, so wie New York, Los Angeles, Miami, San Francisco. Ich könnte die Liste noch ganz, ganz lang machen. Und jeder Staat hatte so seinen eigenen Flair, seinen eigenen Charakter und war sehr individuell. Dass, wenn mich jemand fragt, was so meine Lieblingserfahrung war, ist das wirklich schwer zu sagen. Aber ich möchte es nicht missen und bin auch immer noch froh, diese Entscheidung getan zu haben. Aber neben diesen ganzen Reisen und der interdisziplinären Arbeit, die ich zu Hause erfahren habe, habe ich mich immer so gefragt, so, okay, ich mache das jetzt für diesen Zeitraum. Was mache ich denn dann? Ja, ich habe mich gefragt, so, was möchte ich nach Amerika machen? Und ich habe mich mit Familie zusammengesetzt, ich habe mich mit Freunden zusammengesetzt, auch mit Freunden in Amerika. Wir haben Brainstorming gemacht und dann kam so eine Liste zusammen. Ich möchte definitiv diese interdisziplinäre Arbeit weiterhaben. Ich möchte weitere Therapieansätze erlernen und neue Auslandserfahrungen sammeln und aber natürlich auch reisen, da ich dadurch auch viel persönlich für mich weiter mitgenommen habe. Und da hat man natürlich erstmal die Recherche angefangen. Ich habe mich mit dem Career Center von APEX zusammengesetzt, haben darüber gesprochen, so versucht, ein paar Ideen auszutüfteln, was für Optionen es eigentlich gibt. Aber so richtig war ich noch nicht ganz happy. Und dann hatte APEX den anderen interdisziplinären Fachkongress, den Globe, veranstaltet und vorher schon mal was über das Cortisol-Delphin-Therapie-Center durchwinken lassen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte darüber gerne ein bisschen mehr erfahren und habe mir dann den Globe angeguckt, mir extra die Session, wie ihr es jetzt auch tut, rausgesucht, um zu sehen, worum es da überhaupt geht, was dabei sozusagen für Voraussetzungen sind, wie das ablaufen wird, wo ich mich befinde, und so weiter und so fort. Und genau, bin dann quasi erst auf diese Information gekommen. Dass ich mich für das Curaçao Delfin Therapie Center bewerbe, hier auf Curaçao, für den Assistantship von März bis Juni, wo ich mich jetzt auch gerade befinde. Also, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, ist es recht dunkel hier drin. Bei mir ist es jetzt gerade 5:24 Uhr. Ich bin 6 Stunden hinter euch, um diesen Vortrag zu hören. Wir sind jetzt Samstag hier angekommen in der Karibik, hatten auch jetzt schon hier unsere ersten 2 Arbeitstage. Das Curaçao Delfin Therapy Center geht grob darum, dass wir interdisziplinär arbeiten, also mit allen Professoren, Physio, Logo, Ergo, aber auch Psychologen sind mit dabei. In einem Setting von Therapeut, Assistant. Wir sind alle hier Therapeuten aus Deutschland und auch aus den Niederlanden. Und dann haben wir unseren Delfintrainer noch mit dabei
und unserem Delfin. Und teilweise kommt dann abhängig von der Situation auch zu Hause für die Familien noch die Psychologin mit ins Spiel. Also haben wir quasi ein ganzes Team aus 5 Leuten über 2 Wochen hin von 2 Stunden bis 2,5 pro Tag, pro Patient, wo wir wirklich sehr intensiv mit ihnen auch zusammenarbeiten. Und als ich das dann so gehört habe, war das so, okay, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Zu wissen, dass ich einfach ein ganz anderes Erlebnis machen kann. Wann schwimmt man oder arbeitet man auch einfach mal mit Delfinen? Man hört immer so viel Positives davon, was das für einen Effekt auch auf die Patienten hat. Aber so richtig sich das vorstellen, wie es abläuft, hat man dann immer noch nicht. Und das einfach wirklich in Kombination mit anderen Therapeuten, die auch interdisziplinär arbeiten in der Therapie. Und man ist ein Teil davon. Genau, ihr seht in der Mitte das Logo vom Center. Die haben auch ihre eigene Website. Da könnt ihr da dementsprechend auch raufgehen. Und links oben ist so grundlegend das Setting, wie sozusagen die Therapie stattfindet. In den blauen T-Shirts, was ich jetzt hier auch schon trage, das sind gemarkt die Assistants mit in der Ecke den Delfintrainern, die auch in Interaktion mit dem Therapeuten im Wasser stehen, um zu kommunizieren, ist der Delfin bereit, kann die Therapie fortgesetzt werden oder halt auch nicht. Und ich jetzt als Assistant habe dann die Aufgabe, dem Therapeuten auch Feedback zu geben, wie sieht die Mimik aus, was gibt der Patient gerade und im Therapiesetting, was auch der Therapeut von hinten vielleicht zum Beispiel nicht sehen kann, wenn er hinter ihm schwimmt. Und arbeite dann auch mit dem Material vom Deck aus und das über 40 Minuten plus eine kurze Zeit dazwischen. Und man sieht recht schnell Erfolge. Unten links seht ihr, das ist einer von unseren Therapeuten, wo dann halt vorher das Therapiesetting im Therapieraum vorbereitet wird und durchgeführt wird. In der Mitte seht ihr Bonnie. Das ist eine von unseren 5 Delfinen, die hier sind. Und auf der rechten Seite, so blau, wie es auf dem Foto aussieht, ist das Wasser hier wirklich. Das ist das ganze Wasser, was von der Küste reinkommt in die Lagune. Und dort befinden sich dann die Delfine drin. Auf den Docks arbeiten wir von morgens bis nachmittags, um den Patienten das Beste im Therapiesetting sozusagen zu geben, was möglich ist. Genau, und das ist ein Gruppenfoto, was auch gestern gerade erst entstanden ist. Wir sind jetzt derzeit mit mir inklusive die Therapeuten oder die Therapy Assistants von Ende März bis Mitte Juni. Wir sind 3 Physiotherapeuten. Das ist einmal Luisa, dann Kirsten aus der Niederlande und ich gehören dazu. Dann Emma ist Ergotherapeutin. Hat auch mit APEX ein Auslandsjahr gemacht in Texas. Und Nina ist unsere Logopädin, die ich sogar vorher schon kannte. Wir haben uns damals in Amerika kennengelernt, als wir beide das Programm gemacht haben und ist unsere Logopädin. Es kommt noch jemand extra, also jemand Sechstes dazu, in 2 Wochen außer Niederlande, weil wir natürlich auch bis zu 20, 30% Dutch-Patienten haben, damit die Interaktion und Kommunikation dort besser stattfindet. Und der restliche Anteil an Patienten ist zum größten Teil deutsch. Also wer Angst hat, dass sein Englisch oder irgendwie nicht gut funktionieren würde, die sprechen hier meistens Deutsch. Und wir kommen hier mit 3 verschiedenen Sprachen, die gleichzeitig teilweise gesprochen werden, sehr gut auch voran. Genau. Weiter. Genau, und im Endeffekt war das wirklich über APEX. Hätte ich es darüber nicht gewusst, hätte ich wahrscheinlich die Informationen nie bekommen, um the best to become the best potential you possible can be. Und ich war so, okay, ich kann immer noch weitermachen, es hört nicht auf.
und ich kriege immer mehr Input, worüber ich mich so verdammt freue und es wirklich auch schätze. Genau. Also ihr dürft mir natürlich auch bei allen meinen Social Media Accounts schreiben. Ich habe den obersten mal eingeblendet, das ist jetzt für Instagram, aber auch bei LinkedIn könnt ihr mir schreiben, das ist dann der untere Name. Dauert vielleicht manchmal ein bisschen, scheut euch nicht. Es gibt im Endeffekt keine dummen Fragen oder ja, Informationen, die man sich sonst noch reinholen möchte. Da sind wir ganz offen und da dürft ihr mir gerne immer schreiben. Genau. Weitermachen. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal, Luis, für deinen Vortrag. Es war Gerne. wirklich ganz toll, auch deine Bilder von Curaçao. Ich würde auch hin. genau. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Fragen bekommen in unserem Chat, die ich Ja, jetzt ich hier sehe gerne es gerade. nochmal aufgreifen wollte. Ihr könnt natürlich auch eine Anfrage, also das Publikum kann ja eine Anfrage stellen bei uns und auf die Bühne mitkommen. Dann können wir auch ne, das Video anschalten, wenn ihr das gerne wollt. Ihr seht unten in der Mitte vom Bildschirm ist das so eine kleine Videokamera, die ist jetzt im Moment bei euch durchgestrichen. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf unsere Bühne sozusagen. Wir können euch auch live sehen. Und dann, wenn ihr das macht, nicht vergessen, dass ihr auch das Mikrofon anschaltet, dass wir euch hören. Ja, während ihr das vielleicht macht, würde ich jetzt mal ganz kurz diese Fragen aufgreifen, die Genau, ich während gucke auch des. gerade so ein bisschen durch. Ich versuche auch schon mal gerade so ein bisschen durchzugucken. Genau. Also eine Frage kam von der Gina, ob die Therapie von den Krankenkassen auch unterstützt wird. Ich meine, gewissen Anteil bekommen die Patienten über die Krankenkasse definitiv unterstützt. Aber ich meine halt auch so wie Flug und Unterkunft, das müssen die natürlich selber zahlen. Also die Therapie wird von der Kasse, meine ich, mit gefördert. Wie viel genau, das kann ich euch so gerade noch nicht sagen. Da kann ich euch aber auch auf den Vortrag nachher verweisen, der von Markus um 16:30 Uhr stattfindet. Da hält er nochmal einen Vortrag, wie das für euch als Therapeut oder Assistent sozusagen abläuft, was hier stattfindet. Den Vortrag, den ich damals auch gehört habe. Aber halt Unterkunft und Verpflegung, das müssen die Familien, meine ich, für sich selber halt auch finanzieren. Genau, da gab es auch noch weitere Fragen, ob Ich du auch sehe es. was kurz dazu sagen kannst, wie es mit der Bezahlung und Finanzierung aussieht, also gerade für dich, ob du Gehalt, Unterkunft bekommst und wie natürlich, vielleicht kannst du auch kurz auf deinen Tagesablauf Ja. eingehen, wie deine Arbeitszeiten sind und wie oft Therapie dich stattfindet. Also, nehmen wir das Schlimmste mal vorweg. Bezahlt werden wir nicht. Das ist wie ein Praktikum. Sprich, ich bin vorher arbeiten gegangen, habe mir das Geld zurückgelegt, um jetzt diese 3 Monate rausgehen zu können. So, wir sind jetzt gerade in einem, also wir sind untergekommen in einem alten Frachter, ist es quasi. Das ist ein Boot an Land. Also jeder von uns hat sein eigenes Zimmer plus Badezimmer. Wir haben eine Gemeinschaftsküche und einen kleinen süßen Balkon mit Blick auf die Hotels, aufs Wasser, auf den Kanal. Darüber sind wir untergekommen. Und ich habe mir eine Auslandsversicherung vorher gemacht. Im Endeffekt habe ich die gleiche Auslandsversicherung genommen, wie Apex die auch stellt. Und habe bis jetzt damit keine Probleme. Mein Tagesablauf, diese Woche also es laufen immer so 2 Wochenperioden ab. Die Patienten sind für 2 Wochen da und dann habt ihr eure festen Patienten. Ich habe jetzt diese Woche 2 Patienten. Ein, zwei haben 3 Patienten und ich fange dann morgens um 7 an. Dann bereiten wir schon alles mit den Therapeuten vor und um 7:30 Uhr fängt dann die erste Session an. Dann kommen auch die Familie mit den Patienten. Wir nehmen die Patienten mit, gehen in die Therapie. Und fangen dann dort auch schon mit diesen
Daily Activities an. Also halt auch das Umziehen mit einem Wetsuit gehört mit dort hinein. Der Transfer vom Therapieraum zum Dock nach unten bis ins Wasser und auch wieder zurück. Und eine Therapieeinheit geht dann bis 9:30 Uhr. Dann habe ich eine kurze Pause bis um 10 Uhr, räume dann alles ein bisschen mit auf, bereite für die nächste Session vor, habe einen Snack nochmal zwischendurch und dann geht es in die nächste Therapieeinheit. Andere von uns, die haben zum Beispiel dann die zweite Session und dann die dritte Session oder die erste Session und dann die dritte und die vierte Session. Also es kommt immer darauf an, wem ihr sozusagen zugeteilt wird. Und das rotiert aber. Also in 2 Wochen werde ich wieder einen anderen Plan haben, als ich es jetzt habe. Genau. Super, vielen Dank auf jeden Fall für die ausführliche Ausführung zu der Frage. Louise bleibt 3 Monate, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, in Curaçao. Wir sind alle ganz neidisch. Und es kamen noch Fragen, was für Voraussetzungen sind. Also brauchst du ein Bachelorstudium dazu? Brauchst du eine Ausbildung? Kannst du das während deines Auslandsjahres in der USA schon machen? Vielleicht kannst du da noch mal kurz auf die Frage eingehen. Also, da wir ja alle mit Therapeuten arbeiten, braucht ihr definitiv euren Abschluss. Also ob jetzt Logo, Physio oder Ergo, das ist sozusagen Grundvoraussetzung, damit einfach dieses interdisziplinäre Setting auch da ist. Und während Amerika geht es nicht, weil ihr seid ja dann in dem Setting in Amerika eingebunden und dann 3 Monate raus ist ein bisschen schwierig. Ich hatte schon mal die Frage gesehen, ob Apex Grundvoraussetzung ist. Nein, ist es nicht. Die Luisa ist zum Beispiel durch Eigenrecherche hierher gekommen. Da Apex aber eine Kooperation mit dem Center hat, kommt ihr dadurch natürlich einfacher sozusagen ins Auswahlverfahren. Also Auswahlverfahren bzw. Bewerbungsprozess läuft ein Jahr davor. Also ich habe mich in Amerika darüber beworben, habe auch die Interviews darüber geführt für jetzt 2022. Kannst du uns auch noch mal ganz kurz sagen, was du als Kosten hattest, um dich da zu bewerben? Die Flug-Hin- und Rückkosten, die Versicherung und ich habe jetzt halt Geld zurückgelegt, um mich hier halt zu versorgen. Okay. Brauchtest du ein Schwimmerzeichen? Auch eine ganz tolle Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber ich glaube, du solltest schon schwimmen können, zumindest dich über Wasser halten können, wenn du mit den Delfinen da drin bist. Also wir dürfen nachher auch mit den Delfinen in so eine Session rein. Das wird wahrscheinlich auch eine Frage sein. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, dieses Erlebnis, was die Patienten und auch die Familien haben, mit den Delfinen in unserem Aufenthalt zu erleben. Super, das hört sich natürlich super spannend an. Gibt es denn auch irgendwelche ja, Studien, die da schon auf welche Ergebnisse das für die Kinder nach der Therapie hat? Also genau, wie die Therapie anschlägt? Ich weiß, dass unser Team dort die ganze Zeit immer arbeitet, immer wieder neue Erfahrungsberichte und auch Studiennachweise darzulegen. Ich habe es ehrlich gesagt durch arbeitstechnisch vorher noch nicht geschafft, mehr reinzugucken, aber es gibt Studien, dann müsst ihr nur mal gucken, auch so unter PubMed müsste man, wenn ihr so ein bisschen wisst, wo ihr euch dort orientieren müsst, an Studien rankommen, um sozusagen Effektivität oder Auswirkung von delfingestützter Therapie auf die Patienten zu haben. Und wir haben noch eine Frage von den Tristan. Er hat gefragt, was macht man in einer Behandlung? Und vielleicht kannst du das auch gleich mit anknüpfen. Der Tobias hat dann auch noch gefragt, was denn die Aufgaben von den Ergotherapeuten bei euch sind. Okay, also. Es ist ja so, dass wir alle zusammenarbeiten. Also sprich, die Ergotherapeuten machen auch die physiotherapeutischen Aufgaben und die Logopäden. Und das ist bei uns auch so. Also wir greifen alle sozusagen in diesen Therapiepot und suchen das raus, was wichtig für den Patienten ist. Also wenn du jetzt Ergo bist, dann bleibst du nicht nur auf der Sensomotorik, sondern du machst auch vielleicht physiotherapeutische Tätigkeiten, du machst auch logopädische Tätigkeiten.
Und das machen unsere Therapeuten halt auch. Und das war mir halt so wichtig, um dort so ein bisschen mehr individuell arbeiten zu können. Und die Therapie ist ausgerichtet nach dem Patienten. Ich kann jetzt ein Beispiel von meiner Patientin geben, die ich derzeit habe. Dort ist Hauptfokus Autismus. Und da fangen wir an mit sehr viel Sensomotorik. Sensomotorik, Wahrnehmung, Koordination, Ablaufschulung, also halt eine Struktur mit hineinzubringen, aber halt auch die Gefühle mit uns zu kontrollieren. Wir haben ganz, ganz viel Material, also wirklich von bis, von der Sensorik, von Spielen, von der Ergotherapie. Von den Percibellen, von der Bobert-Bank und dann wird dementsprechend einzeln zusammengesucht. Und die läuft eine halbe Stunde vorher ab, dann geht es in den Wetsuit, dann geht es runter zum Doc und da bleiben wir beim Patienten die ganze Zeit mit dabei und sammeln alles ein. Der Therapeut zieht sich auch um und dann gehen wir erst zum Doc, haben dort alles fertig gemacht und gehen dann erst ins Wasser. Und ins Wasser, jetzt so die ersten Male, war es halt so, dass die Patienten erstmal sich an den Delfin gewöhnen mussten. Die Delfine mussten sich an den Patienten gewöhnen, um auch zu gucken, was mag der Patient, was gibt ihm gute Anreize. Die Delfine können unterschiedlich kommunizieren, unterschiedlich interagieren mit dem Patienten oder einfach auch nur mit ihnen schwimmen. Und das zeigt sich dann über den Behandlungsverlauf. Super, vielen Dank. Wir haben noch zwei weitere Fragen. Unser Vortrag kommt ja leider schon zum Ende. Wir haben aber noch zwei weitere Restfragen. Okay. Eigentlich drei, kamen jetzt gerade rein. und zwar war eine Frage, ob die Therapie nur im Wasser stattfindet oder auch am Land. Und die Frage, wie die Tiere dort gehalten werden. Also ob die im echten Meerwasser sind, sind die Delfine dort aufgewachsen oder stammen die wirklich aus der Wildnis? Also die arbeiten mit der Delfinakademie daneben an. Sprich, dort werden die halt auch großgezogen und das Wasser, was reinkommt, das ist vom Meer. Also die Lagunen sind aufgestellt und das Wasser, was rein und rausläuft, das ist alles vom Meer. Dort schwimmen die kleinen Fische auch mit rum. Also das sind sozusagen die besten Voraussetzungen, die sie eigentlich haben können. Und sie bleibt, also sie werden dort auch trainiert. Und ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wo sie auch. Dafür bin ich noch nicht lange genug da. Ich bin ja, wie gesagt, erst Samstag angekommen und habe jetzt heute den dritten Arbeitstag. Ja, natürlich, verstehen wir. Ja, wer dann auch noch weitere Informationen von Luise will, die vielleicht dann auch schon länger da war, kann natürlich auch die Luise, wie sie hier schon gesagt hat, entweder auf Facebook oder Instagram natürlich auch gerne anschreiben. Und ich möchte auch noch mal kurz auf den Vortrag verweisen, der von dem Herrn Markus Mesing später noch stattfindet, den sich auch Luise sozusagen angehört hat und daher überhaupt über das Programm erfahren hat. Also es ist auch ein ganz toller Vortrag. Der findet um 16:30 Uhr auch hier auf dieser Plattform statt, in der Session D14. Also schaut vorbei, wenn ihr da auf jeden Fall mehr Fragen habt, noch mehr Informationen wollt. Der Herr Mesing kann natürlich dann auch ja, weitere Informationen zum Bewerbungsprozess und allem drum und dran geben. Wir haben noch eine letzte Frage hier, die würde ich noch mal ganz kurz fix reinschieben, bevor wir uns schon wieder verabschieden. Es ist die Frage, gab es schon Komplikationen mit den Delfinen? Komplikationen würde ich nicht sagen, aber ich sag mal, es sind halt Tiere und die haben auch mal einen schlechten oder einen guten Tag. Und wir hatten den ersten Tag, da war jetzt das Delfin-Team, was wir hatten, so ein bisschen distracted, kann man sagen, ein bisschen abgelenkt. Die wollten nicht gleich ganz so mitarbeiten und dann braucht es halt ein bisschen länger. Und dann muss man halt so ein bisschen improvisieren und macht das halt, was gerade geht. Aber so richtig Komplikationen in dem Sinne kann man nicht sagen. Super, vielen Dank. Ich werde es auch gleich nochmal in den Chat schreiben, dass der Vortrag 16:30 Uhr stattfindet, dass ihr das auch nochmal seht. Und dann würde ich mich ja,
bedanken bei dir, Luis, dass du uns so einen tollen Vortrag gehalten hast und so früh aufgestanden bist in Curaçao. Genau, und wer noch Lust hat, weitere Informationen will, dann, wie gesagt, bei dem Herrn Mesing vorbeischauen im Vortrag. Also ganz toller Vortrag. Super schön, dass ihr dabei wart. Ich würde auch nochmal hier ein kurzes Feedback reingeben. Wenn ihr das ausfüllen wollt, ihr könnt auch was gewinnen, und zwar ist das ein Oculus und ein Teilnehmerzertifikat für den Vortrag. Das wäre super, wenn ihr ja, das ausfüllen könntet. Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Kongresstag noch. Genau, habt noch viel Spaß, guckt euch viel an. Und ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Genau, danke, dass ihr dabei seid. Gut, Dann tschüss. tschüss.